Hallo miteinander. Es ist eine weitere Folge von Gedankenschach, unsere Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität. Wir haben heute einen Gast, es ist Linda Breitlauch. Sie ist Professorin für Game Design. Und ich möchte Sie gleich zuerst fragen, wie bist du Professorin für Game Design geworden und wie muss man sich deine Lehr- und Forschungstätigkeit denn vorstellen? Was machst du da? Ja, hallo erstmal an euch. Also Professorin für Game Design, um damit mal anzufangen, an der Hochschule Trier, ist in einem Studiengang angesiedelt, der vor allen Dingen alle Medienarten meint. Also das heißt, wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen künstlerischen Ansätzen, vor allen Dingen Designansätzen in allen möglichen Medien und betrachten die medienspezifisch. Und mein Lehrgebiet ist eben damit Game Design. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe promoviert 2003 über dieses Thema an der Filmhochschule. Also von Haus aus bin ich Storytellerin und Dramaturgin. Das habe ich gelernt an der Filmhochschule. Habe mich aber schon damals, als ich mein Diplom gemacht habe, sehr für das Thema Computerspiele interessiert, weil ich selber quasi seit ich jugendlich bin, auch selber gerne spiele. Allerdings zu diesem Zeitpunkt gab es überhaupt noch keine Studienangebote oder sowas in diese Richtung. Also habe ich mich sozusagen auf die Promotion verlegt in diesem Bereich und mit dieser Promotion habe ich dann erstmals angefangen in Düsseldorf an einer Hochschule den ersten Studiengang in Deutschland mit aufzubauen in diesem Bereich Game Design. Bin dann einmal zwischendurch auch in Berlin gewesen, habe dort ein Studium aufgebaut und bin jetzt in Trier. Und was in Trier eben so besonders toll ist in der Hochschule, also mal abgesehen von der super tollen Gegend hier, die da, wo andere Urlaub machen, das ist wirklich total schön hier, haben wir natürlich den ganz großen Vorteil, mit den Informatikern zusammen, mit einem Studiengang, der auch schon seit 2007 existiert, den größten Ausbildungsstandort in Deutschland stellen zu können für das Thema Spieleentwicklung. Und das in so einem Dreiländereck, das heißt, also wir sind auch quasi mitten in Europa, wo wir im Prinzip ja, das Thema Spieleentwicklung ganz nah in Frankreich oder in Belgien und so weiter, ja auch ein internationales wichtiges Thema ist. Jetzt ist es ja so, dass man sagen könnte, dass es so einen Job wie dein gibt, müsste ja eigentlich ein Zeichen dafür sein, dass Gaming in der Gesellschaft anerkannt ist oder anerkannter als zuvor und auch als ein Bereich gesehen wird, der eben auch aufgegriffen werden muss. Wenn du jetzt aber sagen müsstest, mal abgesehen von dieser Perspektive, was würdest du einschätzen, welche Rolle spielt denn Gaming an sich in der Gesellschaft, vielleicht auch speziell auch in Deutschland und wirklich so im Kontext der Kultur der Digitalität? Also wie würdest du es einschätzen? Also ich glaube, es sind zwei Punkte, die man betrachten muss. Also wenn wir über Lehre und Ausbildung, Studium und so weiter sprechen, sprechen wir von Spieleentwicklung, also Game Development, Game Design. Also das heißt, die ganze Produktion dahinter, wie ein Spiel entsteht. Und das machen wir natürlich an Hochschulen oder überhaupt in Ausbildungsstätten nicht in den Bereichen, die häufig so bekannt sind. Also wir machen keine sogenannten AAA-Titel, irgendwie ja, Blockbuster, die man eben so aus den USA überwiegend kennt, sondern wir machen kleine Indie-Titel, die häufig auch tatsächlich einen künstlerischen oder gesellschaftskritischen, vor allen Dingen so einen Indie-Ansatz haben. Und das ist ein Bereich, der ist total spannend für Hochschulen, gerade im Kontext der Potenziale, die da auch gerade im Lehrbereich noch schlummern, im therapeutischen Bereich schlummern, wo wir so viel Neues, auch neue Wege auch beschreiten können auf innovativem Gebiet. Also sprich, keine Ahnung, Technologietransfer fällt da drunter. Ne? Wir experimentieren mit VR, AR, Motion Capturing und so weiter. Das ist so dieser Bereich der Spieleentwicklung, der noch nicht so wahnsinnig lange verankert ist, auch in der Ausbildung, erst recht nicht in Hochschulen. Nee. Der andere Bereich Gaming, das ist sozusagen ja die Seite der Konsumenten, der E-Sportler, der E-Sport-Szene, der ganzen Communities, die weltweit sind. Und das hat aus meiner Sicht ebenfalls einen hochgradig kulturellen wichtigen Aspekt, denn wir reden hier von Communities, Menschen, die sich möglicherweise in ihrem Leben niemals persönlich treffen, die weltweit miteinander kommunizieren. Also das heißt, wir haben dadurch, dass Computerspiele eben immer digital sind, auch das Phänomen, dass sich Menschen weltweit interkulturell austauschen können, dass wir eine hohe Zugänglichkeit haben, die von regionalen Sachen völlig unabhängig losgelöst. Losgelöst ist. Also Teilhabe in der digitalen Welt durch Computerspiele
ist bei uns sozusagen, steht quasi ganz oben auf der Liste der kulturellen Entwicklung. Und deswegen und zu Recht sind Computerspiele ja auch Kulturgut und schon lange als Kulturgut anerkannt. Davon abgesehen, wie gesagt, aus der Macherseite ist es natürlich Kultur, Kunst, alles, was dazu gehört, ein künstlerisches Werk zu erschaffen, aus dem Nichts sozusagen. Ne? Das erfordert unglaublich viele Kompetenzen, unglaublich viel Engagement, aber eben auch ganz viele Möglichkeiten, weil man medienspezifische Eigenschaften hat, wie das Interactive Storytelling beispielsweise, was es in anderen Medien gar nicht gibt und woraus sich dann nochmal zusätzlich unglaubliche Potenziale entwickeln. Können Sie das kurz noch etwas genauer erklären, was man sich darunter unter diesem Storytelling vorstellen muss, wenn jetzt Menschen, die keine Spiele spielen, was ist so das Besondere an Geschichten, die in Computerspielen erzählt werden können? Oder was ist eine Geschichte, die vielleicht besonders gut gefällt, wie man sich da reindenken kann, wenn man jetzt nicht zu den Spielenden gehört? Man muss sich das vielleicht so vorstellen, ich schaue einen Film und schlafe dabei ein, der Film läuft weiter. Und es wird dieselbe Geschichte erzählt. Natürlich rezipieren Menschen den Film jeweils anders, das ist gar keine Frage. Bei einem Computerspiel ist es aber so, wenn ich nicht aktiv bin, nicht interagiere mit dem Spiel, dann wird es auch nicht weitergehen. Also das heißt, man wird zum Co-Autor, zum Co-Autoren eines Spiels und kann auch durchaus unterschiedliche Dinge entscheiden, in eine ganz andere Richtung gehen. Das heißt, das Spielerlebnis kann bei jedem Menschen komplett unterschiedlich sein, weil sie sich auch anders entwickelt, einen ganz anderen Rhythmus annimmt. Das ist etwas, was gerade für den Bereich Lernen total spannend ist. Ne? Ganz langsamer, schneller spielen und gerade dieser ganze Lernbereich kann davon unglaublich profitieren, weil jeder seinen eigenen Rhythmus hat. Das heißt, das Storytelling wird viel individueller, viel mehr auf die Menschen selber abgestellt. Also man ist gar nicht mehr unbedingt Konsument, sondern man ist zum Teil Mitgestalter, Mitentwickler und Mitinspirator. Und gerade wenn es um solche Sachen wie gesellschaftliche Aspekte geht, also sozialkritische Aspekte oder sowas. Das passiert in einem Spiel nochmal ganz anders als in einem Film, wo andere Figuren etwas spielen, vielleicht auch kritisch sind, aber in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffen muss, die mich auf mich selber zurückwirft, also wirklich mir selber einen Spiegel vorhält, gibt es nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten, das Thema kulturelle Auseinandersetzung oder kritische Auseinandersetzung zu reflektieren. Was natürlich auch hast du da ein Beispiel im Kopf, weil du sozialkritisch schon zweimal gesagt hast? Ich habe das Gefühl, du hast ein konkretes Beispiel im Kopf. Was wäre das denn? Ich habe viele. Also ein Beispiel ist schon ein paar Jahre alt, war ja Spec Ops The Line von Jäger damals, die im Prinzip einen Third-Person-Shooter gemacht haben, was zu der damaligen Zeit, als das Spiel rauskam, noch mitten in der Killerspieldebatte war. Und im Prinzip als heute gilt als eins der ersten tatsächlichen Antikriegsspiele verglichen mit Apocalypse Now, weil es tatsächlich mit den Erwartungen, die Spielerinnen normalerweise an so einem Genre haben, komplett gebrochen hat und plötzlich wirklich man da vom Rechner sitzt und sagt, diese Entscheidung will ich eigentlich gar nicht treffen und total auf sich selber zurückgeworfen hat. Oder eben, es gibt eine Menge Indie-Games, es gibt ein tolles Studio in Polen, 11-Bit Studios, die haben bekannt geworden mit This War of Mine, wo man seine Spielfiguren versuchen muss, in einem Bürgerkrieg, also das sind Zivilisten, die muss man versuchen, in einem Bürgerkrieg, dass sie diese Zeit überleben, in der man sozusagen für sie verantwortlich ist. Oder nach das Nachfolgespiel Frostpunk, wo man eine neue Gesellschaft in der Postapokalypse aufbauen soll und dazu verleitet wird, unmenschliche Entscheidungen zu treffen und dann damit aber auch konfrontiert wird. Also eine ganz andere Form der Rezeption, wie wir es aus anderen Medien kennen, die eben dieses Potenzial natürlich haben, wirklich Dinge, die auf der Welt auch wirklich nicht gut laufen, hervorragend kritisch zu reflektieren. Darüber hinaus gibt es wirklich einen ganz, ganz, ganz spannenden Punkt, nämlich alles, also auch gerade unsere momentane Situation, voller Probleme, voller Fragestellungen, voller Ängste und einer unfassbar hohen Komplexität. Ja? Welcher Virologe hat jetzt recht, welche Virologe und so weiter. Computerspiele können Komplexität verständlich machen. Also das heißt wirklich ganz komplexe Systeme
so verständlich machen, dass man sie viel besser begreifen kann und handeln kann. Ich kann selber etwas aufbauen im Spiel in einer Simulation und sehen, was dann passiert. Und selber sozusagen, wir nennen das immer Probehandeln und Selbstwirksamkeit. Also dieses Selbstwirksamsein, okay, wenn ich das und das mache, dann geht das schief. Also mache ich es lieber anders oder besser. Und diese Form der Reflexion und des immer wieder neu Ausprobierens ist sowohl für den Bereich sozusagen im Serious Games Bereich total spannend, aber auch im Bereich der Unterhaltung, wo wir ja durchaus auch immer kritisch hinterfragen können. Es gibt ja viele auch sozialkritische Themen, auch in Unterhaltungsfilmen, die sich hier nochmal ganz anders reflektieren lassen. Jetzt ist das klingt so ein bisschen wie diese guten Spiele, die bringen mich auch so einen emotionalen Punkt, einen selbstreflexiven Punkt, wo ich vielleicht auch sage, ja, da spiele ich jetzt gar nicht mehr mit, da steige ich irgendwie aus diesem Szenario. Während diese ganze Gamification auch gerade im Lernbereich manchmal dazu führt, dass Lernende einfach Knöpfe drücken, also dass sie so ein bisschen in so ein Nudging reinkommen, dass man, wie sagt, du musst hohe Scores haben, drück jetzt die richtigen Antworten. Und diese Selbstreflexion, also will ich das überhaupt lernen oder was macht das mit mir, wenn ich so lernen muss, dass gar nicht gefragt ist, sondern man muss möglichst schnell, möglichst effizient sich so durch Oberflächen klicken, also dass vielleicht diese Konsumhaltung dann fast noch verstärkt wird. Gibt es da so Kriterien, wo man sagen kann, wie das ist eine gute Form von Gamification oder eine gute Form von Spiel? Das ist so lehrreich, dass das hilft bei der Selbstreflexion und auch andere Bereiche, wo man vielleicht eher kritisch sagen müsste, das tut jetzt Menschen nicht so gut, wenn Dinge zu Spielen gemacht werden, die vielleicht gar keine Spiele sein sollten. Siehst du das auch da kritisch oder ist das jetzt so eine eingeschränkte Perspektive, die ich habe, wenn ich da das hinterfrage? Also es gibt tatsächlich gerade im Bereich Gamification eine ganze Menge, was man kritisch sehen muss. Ich möchte es aber gerne mal ganz kurz erklären, dass der Unterschied ist zum Beispiel von Serious Games zu Gamification. Oder ich fange sogar noch einen Schritt früher an. Also wenn wir über Unterhaltungsspiele sprechen, über die Unterhaltungsbranche, das ist sozusagen der größte Teil mit 140 Milliarden Umsatz weltweit, dann sind das eben die Spiele, die, sagen wir mal, in erster Linie für Unterhaltungszwecke für den Consumer-Markt entwickelt werden. Und das ist nicht abzuwerten, ganz im Gegenteil, da gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viele tolle Titel. In allen Genres übrigens, ich würde da jetzt nicht sagen, da gibt es ein Genre, was irgendwie jetzt schlechter ist als die anderen oder sowas. Es gibt gute Titel, es gibt schlechte Titel, wie in anderen Medien auch. Unterhaltung ist etwas, was ausgesprochen wertvoll ist für uns. Wir müssen mal abschalten können. Das merken wir, glaube ich, gerade jetzt alle in dieser Zeit. Dass es notwendig ist, auch mal sozusagen den Kopf woanders hinzuschicken. Dass das natürlich auch ein Lernpotenzial hat, kann man zum Beispiel sehr gut erklären an dem Beispiel Assassin's Creed, was ja historische Szenarien verwendet, aber ein reines Unterhaltungsspiel ist und extrem erfolgreich. Und trotzdem bei den Menschen, die das spielen, ganz viel historisches Wissen hängen bleibt oder zumindest Verständnis hängen bleibt. Wenn man das vergleichen würde, jetzt mit dem Film, würde man sagen, das sind die Spielfilme. Und dann gibt es den Dokumentarfilmbereich, das ist eine andere Gattung. Das wäre so der ganze Bereich Serious Games. Also Spiele, die natürlich auch unterhaltsam sein sollen, sonst wird es ja gar keinen Lernerfolg bringen. Die aber in erster Linie sozusagen gucken, was genau kann man dort vermitteln, was man vielleicht wirklich im richtigen Leben gebrauchen kann. Und nicht nur das, sondern man kann es auch evaluieren. Also habe ich wirklich Geschichtswissen gelernt? Wenn man das zum Beispiel mit Assassin's Creed machen würde, dann müsste man das als Evaluationskriterium hinstellen, sagen, kann man das dann auch beweisen und belegen. Dann wäre das ein Serious Game. Aber das sind auch abgeschlossene Spiele, die natürlich Spielfreude erzeugen sollen und Engagement erzeugen sollen. Und dann kommt der Bereich Gamification. Und das ist nochmal ein dritter Bereich. Gamification heißt, ich benutze Spielfunktionen, was auch immer, Belohnungsprinzipien oder was auch immer, im realen Bereich. Ne? Das ist so, ich sage jetzt mal ganz plakativ, du bist jetzt Mitarbeiter des Monats und du bekommst jetzt 10 Gummipunkte dafür, dass du heute eine Stunde länger im Büro warst. Ne? Das ist so, das sind Gamification-Prinzipien. Ich belohne Menschen im echten Leben für etwas, was sie gut gemacht haben. Du kriegst keine Punkte, wenn du früher nach Hause gehst. Das heißt, es gibt auch so eine Form von Bestrafung. Und da zeigt sich häufig bei dem Prinzip der Gamification, die angewendet wird im Alltagsbereich, dass Menschen eben sehr dazu neigen, diese Belohnungsprinzipien einfach
nicht zu hinterfragen, sondern zu sagen, okay, wenn ich dafür Pünktchen bekomme, ne, dann mache ich das, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und das, wer das bewertet, was ist denn eigentlich gut und was nicht, findet nicht innerhalb eines geschlossenen Spielsystems mit Regeln statt, sondern es findet im Alltag statt. Und das birgt unglaubliche Gefahren. Da gibt es so ein Beispiel. Hat man mal eine Fußgängerzone, eine Spielstraße, wo die Leute immer zu schnell gefahren sind. Sagt, okay, wenn ihr zu schnell fahrt, dann zahlt ihr Strafe, klar, ne, das Übliche. Haben das Prinzip umgedreht und gesagt, okay, wenn ihr langsamer fahrt, dann kommt ihr am Ende des Monats, bekommt ihr sozusagen das Geld ausbezahlt, was die anderen an Bußgeld bezahlen. Und plötzlich ist keiner mehr schneller gefahren als diese 30 Stundenkilometer, sondern alle sind langsamer gefahren. Aber der Effekt war, dass keiner mehr die Hauptstraße benutzt hat und alle nur noch durch die Spielstraße gefahren sind. Das ist ein typischer Gamification-Effekt, deswegen muss man bei sowas extrem aufpassen, dass es das, was man eigentlich erreichen will, auch wirklich erreicht werden kann und der Effekt nicht umgedreht wird, weil es eben nicht in einer geschlossenen, fiktionalen Welt stattfindet, sondern plötzlich im Alltag. Da habe ich ein gutes Beispiel aus Indien. Da habe ich mal ein Video gesehen, wo sie die Ampel, weil in Indien hupen die wohl alle an der Ampel immer, und da haben sie es wohl so hingeschaltet, dass wenn jemand hupt, dass dann die Sekundenanzeige, die Anzeigen, wenn es wieder grün wird, nochmal nach hinten springen. Das heißt, je mehr Leute hupen und es lauter wird, umso länger musst du warten. Und die sind völlig ausgerastet, aber es hat wohl funktioniert irgendwie. Das war ein ganz witziger Ansatz. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel zum Beispiel. Jetzt müssen wir über Fortnite sprechen, Dejan. Jetzt musst du erzählen, was da mit Travis Scott läuft. Ja, genau. Ja, wir hatten, also Philipp und ich hatten uns mal drüber unterhalten gehabt und haben gedacht, da fragen wir eine Expertin, was sie dazu sagt, inwiefern denn solche Events mit Fortnite tatsächlich auch eine kulturell eine neue Ebene eröffnen oder ob es einfach, ist es tatsächlich nur einfach nochmal eine weitere Möglichkeit der Kommerzialisierung, das heißt, irgendwie Geld einzunehmen oder irgendwie an Leute ranzukommen. Wie würdest du das denn einschätzen? Weil ich habe das damals gemacht, also ich bin auch rein und wollte aber für mich so schauen, als aus der Spielerperspektive, wie ist das für mich das Erlebnis? Und ich hatte schon, ich bin jetzt nicht der erfahrene Fortnite-Spieler hier, aber ich fand es schon besonders, weil ich eben auch tatsächlich dann innerhalb dieses Events mich mitbewegen konnte, mitgenommen wurde, verschiedene Perspektiven eingenommen habe. Ich hatte das Gefühl, ich bin Teil dieser Story. Und ich bin nicht nur passiver Zuschauer. Und das fand ich echt besonders. Und zu wissen, dass ganz viele es gleichzeitig machen, das kann nochmal hinzu. Man muss vielleicht noch kurz erklären, also für die das jetzt nicht wissen, von denen, die zuhören oder zuschauen, bei Fortnite gibt es sowas wie Konzerte und andere Anlässe, wo es nicht mehr darum geht, das Spiel zu spielen, sondern wo man eigentlich, wie man ist, in dieser Fortnite-Umgebung an einem Pop-Konzert oder Rap-Konzert oder was auch immer dann da läuft. Ja, Entschuldigung, das wollte ich nur noch kurz ergänzen. Jetzt die Antwort von genau, der vielleicht noch mal eine weitere Ergänzung. Es gab zuvor wohl auch eben so diese Geschichten, dass Leute da Auftritte hatten. Also jetzt danach war es nochmal so ein Event vor kurzem erst wieder, wo drei DJs aufgelegt haben. Da war ich jetzt auch dabei. Das fand ich jetzt, war schon gut, aber es war eigentlich tatsächlich so, okay, ich schaue mir jetzt einfach in Fortnite die DJs an, aber so, das war nicht das Gleiche. Das eine Event war schon was Besonderes, weil eben auch eher, es wurde auch so programmiert, das heißt, dass du durch die Welten durch bist und das war echt eine ganz andere Ebene. Und da wollte ich aber deine Einschätzung wissen als Expertin. Also es ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass es sowas gab, sowas wie Online-Konzerte mit Avataren der Spieler, gab es ja zum Beispiel auch in World of Warcraft schon und solche Geschichten. Okay. Und es sind wirklich einmalige Community-Erlebnisse. Ne? Man kann den Künstler auf der Bühne sehen, ne? der rappt, und alle Spielfiguren können das ebenfalls tun. Ne? Die stehen dann da mit Leuchtdioden oder machen eben diese Tanzschritte mit, was ja möglich ist. Ne? Die Avatare kann man ja dann entsprechend durch Kommandos dann mit tanzen lassen. Und das, was daran eben so besonders ist, was ich eben schon gesagt habe, mit diesen Communities, die sind eben weltweit. Also das heißt, auf der ganzen Welt kommen Menschen zusammen, die eins verbindet, dass sie gerne dieses Spiel spielen und dass sie außerhalb dieses Spielerlebens, des Spiels direkt, sozusagen innerhalb dieser Welt, plötzlich alle miteinander verbunden werden können über ihre Avatare. Ob jemand, der jetzt zu Hause im Rollstuhl sitzt, der tanzt dann eben auch damit. Und man hat alle haben dasselbe, sozusagen dasselbe gemeinsame Gefühl. Das ist unfassbar großartig, weil sowas in der Regel auch nur einmalig ist. Und ne,
wenn man so wie jetzt auch gerade, ne, eine Situation hat, dass man gerade keine Party machen kann, ist das natürlich nochmal so eine Chance einer großen Verbundenheit, die man herstellen kann. Auf der anderen Seite, natürlich geht es da auch um Kommerzialisierung, das ist ja gar keine Frage. Also es sind große Unternehmen, die Spiele entwickeln und auf den Markt bringen und natürlich auch nicht nur einmal so verkaufen, fertig und in 2 Jahren kommt das Neue, sondern das Spiel auch am Laufen halten müssen. Also gerade die Online-Spiele leben ja davon, dass sie ständig bevölkert sind, ne? Dass ständig Menschen mitmachen, ansonsten geht ja keiner dahin. Das heißt, es ist ein unglaubliches Invest auch. Da sitzen Hunderte von Leuten teilweise, die solche Spiele weiterentwickeln und betreuen. Das ist selbstverständlich auch eine Frage der Kommerzialität. Gerade bei diesen sogenannten Blockbuster-Spielen, weil wir reden da teilweise über 50, 100, 200 Millionen Euro Entwicklungskosten. Das muss ja auch irgendwie verdient werden. Und natürlich führt das gelegentlich auch dazu, dass, und gar nicht so selten, dass Spiele letzten Endes anfangen, unfaire Mechanismen zu entwickeln, um den Spielerinnen unter Umständen noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Ne? So berühmt-berüchtigt die Lootboxen sind im Prinzip Items, die du kaufen kannst im Spiel, um dann tollere Ausrüstung zu bekommen oder schickere Kleidung oder was auch immer. Wo es dann teilweise schon echt grenzwertig wird, wenn man da hunderte von Euro bezahlt, letzten Endes in der Hoffnung, dass man da ein tolles Schwert findet. Also gerade für Kinder ist das natürlich sehr zu kritisieren und deswegen sollte man sich das auch ganz genau anschauen. Wo es nachvollziehbar ist, Kommerzialisierung ist ja ganz klar erstmal ein wichtiger Punkt, damit das auch weiterentwickelt werden kann. Mhm. Und irgendwann schlägt es dann halt auch durchaus um in unfaire Mechanismen, die dann auch gnadenlos ausgenutzt werden. Ich wollte noch zu dieser Verbundenheit vielleicht noch einen kritischen Einwand formulieren. Wenn das jetzt zu Unterhaltung und Musik und Tanzen ist, das sehe ich auch, das ist eine tolle Sache. Aber wenn wir noch mal so kurz vielleicht diese Gamergate-Geschichte habe ich so abgespeichert, dass es da auch Communities gibt, die ihre Verbundenheit eher durch so Sexismus, Rassismus, auch eine gewisse Gewaltbereitschaft kundtun, dass es auch Gemeinschaften gibt, die sehr aggressiv miteinander umgehen. Also dass es die Verbundenheit auch darin besteht, vielleicht andere abzuwerten, nicht zuzulassen. Ja, genau. Und ist das jetzt etwas, was mit Computerspielen verbunden ist oder ist das einfach aus deiner Sicht, das ist, so sind halt Menschen und da gibt es die eine Art von Verbundenheit und die andere Art von Verbundenheit oder hängt das direkt mit gewissen Spielen zusammen und mit Spielmechanismen auch? Also zum einen, wir reden inzwischen von, also zumindest in Deutschland, Europa, ne, jeder zweite spielt, ist ein Gamer. Das heißt, wir reden hier von weltweit riesengroßen Communities. Und da gibt es, wir sprechen immer so gern von toxischen Communities, zum Teil manchmal mit dem Spiel selber zu tun haben, weil so bestimmte Spielmechanismen das ein bisschen herausfordern, weil die antagonistisch sind oder weil sie eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, die besonders darauf ansprechen. Entschuldigung, das hat aber mit dem, was du gerade gesagt hast, erstmal noch gar nicht so viel zu tun. Sondern, ich meine, wir haben Sportvereine zum Beispiel, ja, die grundsätzlich sich verschreiben, gemeinsam solidarisch zu sein, Hauptsache dabei sein und so weiter. Und auch dort findest du Strukturen, die diskriminierend und sexistisch sind ne, und sogar bis hin zu, keine Ahnung, ne, warum bezahlt die Bundesliga Frauen oder warum, ne? Frauen, die in der Bundesliga spielen, verdienen deutlich weniger als Männer. Ne? Kann man ja auch durchaus was daraus ableiten. Also ja, es ist natürlich immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Dass es Spielmechanismen gibt, die manche Communities oder manche Menschen, die gerne dazu neigen, sich abzugrenzen oder sich herablassend über andere zu äußern, vielleicht sich in bestimmten Communities treffen, das will ich überhaupt nicht bestreiten, das ist gar keine Frage. Ne? Aber letzten Endes sind nicht Spiele daran schuld, genauso wie der Fußball nicht daran schuld ist, sondern es sind die Menschen letzten Endes, die ja, mit bestimmten Vorurteilen oder was auch immer geprägt durch die Welt laufen und dort einfach ihre Communities suchen, die sie bestätigen. Das ist nicht sozusagen ursächlich ans Spiel zu knüpfen, sondern ursächlich an die Menschen, die sich solche Communities suchen.
Danke. Ich habe noch eine Frage, wenn du jetzt schon über den Sport gesprochen hast. In den letzten Wochen hat man gesehen, dass viele Sportvereine und die Ligen, dass die versucht haben, ein Ersatzprodukt zu schaffen für den Sport, der nicht stattfinden konnte. Und die haben dann entsprechend Computerspiele, also in den USA haben viele Basketballspiele, haben dann Basketball miteinander an diesen Videokonsolen gespielt und viele andere Spiele auch. Man hat die Radfahrer gesehen, die einfach virtuell Rad gefahren sind in einem Spiel drin. Ist das eine Tendenz, die wir, denkst du, das werden wir ohnehin beobachten, dass sich so eine Verschiebung von Sport zu E-Sports, wird sich das so ergeben oder ist das jetzt einfach, das war das ein Lückenbüßer für die Zeit, in der es keinen Sport gab oder ist das wirklich so die Zukunft? Also es ist nicht erst seit dieser Krise so, dass mehr und mehr Sportvereine beispielsweise auch E-Sport-Ligen gegründet haben oder eingekauft haben oder was auch immer, sondern das war sowieso eine sichtbare Tendenz. Da hat sich ja in den letzten Jahren unglaublich viel getan, auch wenn E-Sport als Sport nicht anerkannt ist, zumindest in Deutschland nicht. Und es ist, ich kenne selber einen Basketballverein und einen Handballverein, die auch eine eigene E-Sport-Liga haben und die werden eigens moderiert, die haben eigene Communities. Aber das ersetzt ja den Sport selber nicht. Das hat auch nie irgendwann jemand behauptet, sondern es ist einfach eine andere Form des Sports. Das ist gar keine Frage. Man braucht auch andere Fähigkeiten dafür. Wenn ich gut Handball spielen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich guter E-Sport-Handballer bin. Und insofern, ja, das kam jetzt vielleicht nochmal zusätzlich dazu. Das ist schon eine hohe kognitive Herausforderung, auch Profi-E-Sportler zu sein. Und ich weiß, dass viele E-Sportler auch körperlichen Sport machen, weil das ansonsten, also als Ausgleichssport machen, weil das ansonsten überhaupt nicht zu leisten wäre. Diese unheimlich hohe kognitive Konzentration, die da erforderlich, um wirklich mitspielen zu können auf hohem Niveau. Ja, also das heißt, ich glaube, dass diese Tendenz auch durchaus weitergeht, aber auf jeden Fall nicht so, dass das eine das andere ersetzt, sondern nur ergänzt. Jetzt hast du gesagt, jeder Zweite spielt. Und ich habe mir erst mal von diesem vom Gaming-Verband oder was mir genau heißt, haben wir die Zahlen angeschaut letztes Jahr, wo ich gesehen habe, dass tatsächlich auch in Deutschland die Anzahl der Menschen, die spielen, immer mehr zunimmt und das Durchschnittsalter auch immer jünger wird. Das heißt, man erreicht immer mehr. Wie, was meinst du? Das wird immer älter, das Durchschnittsalter. Ja, genau, richtig, ja, genau, so rum. Ja, genau, richtig, wird immer älter, genau, weil eben die Generation immer dementsprechend mitwächst mit den Spielen. Das heißt, für mich ist die Überlegung, die ich hatte, ob du glaubst, dass eventuell ist es so eine Frage von Jahrzehnten, dass vielleicht Gaming noch stärker Teil der Kultur ist oder in der Kultur der Digitalität eine Rolle einnimmt, als aktuell ohnehin schon tut. Und, oder glaubst du, dass eventuell so ein Schub kommen könnte über so populäre Spiele wie jetzt Fortnite? Also wie schätzt du das ein, wo man jetzt in 10 Jahren Gaming sich vielleicht befinden wird, gesellschaftlich? Also wenn ich mir die letzten 10 Jahre anschaue, wo es im Prinzip schon eine unglaublich sichtbare Entwicklung gab von Nischenprodukt, worüber man nur in Special Interest Zeitungen liest, bis hin zu völlig selbstverständliches auch Konsumgut tatsächlich, was auch in der General Interest Presse besprochen wird. Und zwar sehr viel differenzierter, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Nicht, das ist ein First-Person-Shooter und damit ist es automatisch schlecht, sondern man schaut sich endlich mal an, so wie man das auch bei Büchern und Filmen macht, okay, was ist der Inhalt, was ist die Aussage, was ist eigentlich die Qualität des Spiels. Und man bespricht es inzwischen eben viel mehr auch auf dem Niveau als Kulturgut, was es ja auch ist. Und das ist auch richtig so. Ich meine, alle jungen Menschen wachsen damit auf. Ist ja vielleicht in unserer Generation nicht so selbstverständlich gewesen, aber die jungen Menschen wachsen alle damit auf. Es ist ein von anderen Medien. Es gibt Bücher, es gibt Filme, es gibt Spiele, es gibt alles Mögliche. Es ist ein Thema davon. Und insofern wird es natürlich in 10 Jahren noch mehr als jetzt eine absolute Selbstverständlichkeit sein, dass Computerspiele ein ganz normales Massenmedium ist, was man genauso kritisch und gleichzeitig als Kultur betrachten muss, wie alle anderen Medien auch. Abgesehen, also diese Meinung habe ich auch schon vor 10 Jahren vertreten, aber da musste man sich eigentlich immer noch damit auseinandersetzen, mit ganzen medienpädagogischen Aspekten und so weiter und Wirkungsweisen und so weiter, wo wir in Deutschland schon sehr viel drüber forschen, gerade über das ganze Thema Medienpädagogik, da sind wir in Deutschland Forschungsstärksten unterwegs.
Aber ich finde, es ist naiv zu glauben, zu sagen, man kann dieses Medium, ob einem das nun gefällt oder nicht, jetzt in irgendeiner Form wegdiskutieren. Ich meine, wir reden ja in der Regel manchmal von deutschen Spielen, weil das ist ein ganz kleiner Markt eigentlich nur, sondern wir reden, ne, also in Deutschland konsumieren wir 96-97% von Spielen, die überhaupt nicht aus Deutschland kommen. Ich glaube, wobei ich tatsächlich, wenn du das so konsumieren gesagt hast, ich sehe ja schon so ein bisschen das Potenzial in der ganzen Geschichte, in diesen, was du zu Beginn so angeführt hast, in diesen Beteiligungsprozessen. Das heißt, ich gehe in letzter Zeit relativ viel meinen Kindern regelmäßig laufen und beim Laufen sprechen wir über Sachen und haben über das Zocken gesprochen und habe ich meinen Sohn gefragt, ob er denn Angst hat oder sich, oder nicht Angst, aber Respekt davor hat, eventuell so süchtig zu werden oder irgendwie zu lang, zu viel an einem Spiel dran zu hängen, ja. Und da hat er gemeint, nö, glaubt er nicht. Und ich sage, wieso glaubst du es nicht? Er hat gemeint, ja, er hat einfach sich beobachtet, dass er immer wieder Spiele gut findet und auch echt dann Bock auf die Spiele hat, aber nach einer gewissen Zeit einfach dann das Interesse nachlässt. Und witzigerweise gibt es aber nur ein Spiel, was er tatsächlich in allen Jahren konsequent gespielt hat, das war tatsächlich Minecraft. Und ich habe das Gefühl gehabt, er hängt nur deswegen an Minecraft noch dran, weil er einfach da selber Welten schaffen kann und selber kreativ sein kann. Und habe ich auch überlegt, eben dann ein bisschen erzählt, dass man so Maps zum Beispiel ja dann irgendwie kaufen kann, auf die man dann spielen kann. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja jetzt Minecraft, die zuhören, die sich besser auskennen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es nicht möglich, dass man jetzt als Minecraft-Nutzer selber so Maps erstellt und die dann irgendwie anderen zur Verfügung stellt. Aber wenn das gehen würde, das fände ich ja schon ziemlich geil. Also ich sehe da tatsächlich ganz viel Potenzial drin, gerade in diesen selbst entwickeln lassen, selbst machen lassen und nochmal so ein bisschen, was wir so über das Web haben mit dem Blog-System und sozialen Netzwerken, dass man das im Spielebereich eigentlich auch hat, dass man einfach viel mehr so Welten schaffen kann und die mit anderen Leuten teilt und weiterentwickelt. Also du kannst eigene Server aufsetzen, du kannst andere einladen und gerade Minecraft ist ein wahnsinnig gutes Beispiel. Es gibt inzwischen ganz viele Gruppen, die sich in sozialen Netzwerken, Discord oder Facebook oder sowas zusammenschließen, Lehrerinnen, Pädagoginnen und so weiter, die mit Minecraft tatsächlich in der Schule arbeiten. In Skandinavien ist das sogar mehrfach. Also man muss sich das einfach vorstellen. Es ist im Prinzip ein riesen Baukasten, Sandbaukasten mit unendlich vielen Lego-Steinen, ein paar zusätzlichen Features, wo man was craften kann. Das heißt, wenn ich ganz platt gesagt ein paar besondere Lego-Steine zusammensetze, entsteht daraus was Neues und dann kann man plötzlich Häuser mit Glas versehen und so weiter. Es ist irrsinnig, was da für Möglichkeiten gerade im kreativen Bereich stecken, weswegen Lehrer es ja auch tatsächlich benutzen und verwenden. Mhm. Und eine Klasse mal kennengelernt auf dem Next Level Festival, da war der Lehrer mit seinen Schülern da und die haben dann vorgestellt, was sie da alles im Erdkundeunterricht und im Sozialkundeunterricht gemacht haben, unter welchen Fragestellungen. Also viele dieser Spiele, die eigentlich ursprünglich als Unterhaltungsspiel gedacht waren, lassen sich ganz, ganz hervorragend da einsetzen, weil natürlich der Vorteil von virtuellen Welten ist, dass sie eben mehr oder weniger unendlich sind. Und also ich stelle mir gerade Geschichtsunterricht immer wieder total großartig vor, dass ich das tatsächlich erleben kann, ne? Dass ich tatsächlich Leonardo da Vinci kennenlernen kann in einem der Teile von Assassin's Creed. Ist doch nochmal was ganz anderes, ein ganz anderer Zugang zu den Möglichkeiten, die mir ein Buch bietet. Auch, natürlich ist ein Buch nicht schlecht, wir lesen ja alle auch gerne, so ist es ja nicht. Aber warum denn nicht auch diesen Zugang schaffen? Wir gucken ja auch Filme, um vielleicht so ein bisschen das Thema Visualisierung, ne? Geschichtsfilme oder sowas bieten ja auch nichts anderes als einen anderen Zugang. Ja? Und warum, was ist dagegen zu sagen, andere Zugänge zu haben, vor allem wenn du sie auch noch so gestaltest, dass jeder daran mitwirken kann und nicht nur rezipieren kann. Das bietet so unfassbar viele Potenziale und Möglichkeiten und ich finde die Einschätzung genau richtig. Niemals würde ein Game Designer sagen, du musst den ganzen Tag zocken, dann ist alles gut. Das ist der Quatsch. Das ist eins von vielen Mediennutzungsmöglichkeiten, die aber Menschen auch viel stärker mit einbeziehen können, die Communities. Man muss schon auch, also meine Kinder, deren Umfeld, die spielen schon auch Minecraft, aber das, was unter dem Label Minecraft läuft, ist ein ganz einfaches Shooter-Mechanismus. Die bauen keine Welten. Also die spielen einfach ein anderes Spiel in einer dieser Welten drin, das schon vorgegeben ist. Und die Eltern denken dann manchmal, das klingt jetzt total gut nach Minecraft,
aber eigentlich ist was anderes. Also so wie man sagt, ich lese ein Buch und was man eigentlich liest, ist ein, weiß nicht, lustiges Taschenbuch und die Eltern denken, ah super, die lesen jetzt was, aber eigentlich läuft da was anderes. Aber das ist ja auch wie weiter nicht schlimm. Ich würde einfach wie sagen, ich würde es jetzt nicht pauschal sagen, Minecraft, das ist jetzt alles wahnsinnig toll, was da läuft. Es gibt sehr viele tolle Dinge und dann gibt es auch Dinge, die einfach Mainstream-Konsum sind, und du hast ja das auch am Anfang gesagt, Unterhaltung hat ja auch immer eine gute Funktion, das ist auch wichtig, wenn ich mich unterhalten fühle, das ist auch gar nichts Schlimmes, aber es ist vielleicht nicht immer total pädagogisch wertvoll, was da läuft, aber ich denke, mit jedem Spiel kann man was pädagogisch Wertvolles auch machen, aber es ist vielleicht nicht immer, ja. Ja, aber müssen Kinder immer alles, was sie machen, muss das immer alles pädagogisch wertvoll sein? Nein, klar. Das Recht, sich mal zu erholen, zu entspannen, Freunde online zu haben. Ich glaube, gerade die jetzige Zeit zeigt, wie wichtig auch genau dieser Aspekt ist, soziales Miteinander zu haben. Und nein, ich würde auf gar keinen Fall sagen, alle Spiele sind toll oder ne, sämtliche Mods, das Spiel ist vielleicht toll, aber Mods nicht. Natürlich, man muss sich das anschauen und ich finde, das sollten Eltern auch eigentlich tun. Also ich habe mit meiner Tochter immer zusammen gespielt. Und wir haben so tolle Sachen gemeinsam erlebt, weil wir, das ist ja ein Vorteil, also wenn ich ein Spiel zusammen spiele mit meiner Tochter, dann können wir uns dabei auch noch unterhalten, was ja, wie beim Brettspiel auch, was ja, wenn ich einen Film gucke, blöd ist, ne, wenn da dauernd jemand dazwischen quatscht. Aber da kann man nochmal komplett neue Möglichkeiten des Miteinander erleben und andere Gespräche führen und auch mal so ein bisschen, tatsächlich, klar, den Alltag auch mal ein bisschen vergessen, sich selber sozusagen mit so einer Gemeinsamkeit belohnen. Ich finde, das ist total wichtig. Und immer sozusagen den Aspekt dieses Pädagogik, das ist auch pädagogisch wertvoll, finde ich. Gemeinsam zu spielen, finde ich extrem pädagogisch wertvoll. Nur würde ich es nicht auf die Packung schreiben, dann kaufen es Kinder nämlich nicht, weil es langweilig ist. Weil dieser Begriff einfach immer so überstrapaziert wird. So, Dejan, ich glaube, wir kommen zum Schluss des Gesprächs. Genau. Die Frage, die du immer stellst zum Schluss, die übergebe ich auch gerne an dich. Und ja, bevor ich zur letzten Frage komme, will ich tatsächlich, also ich habe jetzt für mich jetzt als zentrale Erkenntnis mitgenommen, dass wir eigentlich jetzt ein Spiel entwickeln müssten, wo wir all die Daten, die wir jetzt gesammelt haben in den letzten Wochen, eigentlich einfließen lassen müssten und die Menschen eigentlich so ein Pandemiespiel spielen, wo sie dann eben sehen können, wenn sie das tun, was dann passiert, um so ein bisschen die Komplexität zu erfahren, sich zu trainieren und vielleicht auch besser damit umgehen zu können. Also falls uns Softwareentwickler oder Spielentwickler zuhören sollten, das ist euer Arbeitsauftrag. Und das Spiel gibt es auch schon, oder? Gibt es im Prinzip. Ja, habe ich schon länger gespielt. Ja. Aber nicht so, aber vielleicht nicht so in dieser Konstellation. Weißt du, also das kenne ich ja nur mit tatsächlich jetzt rein, also biologisch betrachtet. Das heißt, oder? So, du musst dir versuchen, die Leute, du bist der Virus, glaube ich, musst dir versuchen, die Leute irgendwie umzubringen, richtig? Meinst du das Spiel? Ja, die Idee von Plague Incorporated ist im Prinzip die, du drehst das Spielende um und sagst, du willst nicht die Menschheit retten, sondern du spielst das Virus und musst die Menschheit umbringen. Und was daran so interessant ist, ist, dass du verstehst, wenn du diesen Virus weiterentwickelst, warum der so gefährlich ist. Und tatsächlich kann so ein Spiel hervorragend eigentlich genutzt werden, um genau solche Dinge vorherzusehen. Wird mit diesem Spiel nicht gemacht, wäre aber grundsätzlich dafür geeignet. Und ja, tatsächlich, wir hier in Trier entwickeln gerade auch ein kleines Spiel zu diesem Thema. Es gab vor einiger Zeit den Stay Home Jam, so jetzt habe ich es, wo an einem Wochenende, das war hier ein Entwickler aus Deutschland, der hat da einfach weltweit einen globalen Game Jam aus dem Boden gestampft und da haben sind hunderte von kleinen Spielen entstanden zu diesem Thema. Das war also auch schon wirklich richtig großartig. Da haben wir auch mitgemacht. Mal mit ein bisschen Augenzwinkern. Da waren tatsächlich eine ganze Menge Spiele mit Toilettenpapier dabei. Das war so am Anfang, wo es noch um genau dieses Thema ging. Ne? Klar, das macht unheimlich viel mit uns, das ganze Thema. Weil das, was ich eben schon gesagt habe, mit dieser Komplexität. Man müsste jetzt wirklich genau das Spiel haben, mit dem man jede Situation, jede Sekunde simulieren könnte. Ne? Selber zu schauen, okay, wie kann man das verändern? Und das wird es sicher auch irgendwann geben, abseits von Plague, was natürlich einen etwas anderen Duktus hat, ist gar keine Frage. Ja, oder halt irgendwie so eine Weiterentwicklung im Sinne von Verschwörungstheorie. Das heißt, du hast eine Verschwörungstheorie und jetzt, wie schaffst du es in dem Fall, möglichst viele Anhänger zu finden und dann die neue Weltordnung auszurufen? Weil ich warte noch drauf, heute soll es ja passieren, vielleicht kommt es ja nachher. Wir kommen zur letzten Frage.
Und zwar, wir haben immer gesagt, wir laden zwar Expertinnen ein, die uns so Einblicke verschaffen, aber wir wollen auch gerne weiter einladen, um sich vertieft mit der Thematik auseinanderzusetzen, und wollten die fragen, wen würdest du uns denn in sozialen Netzwerken empfehlen? Das heißt, welche Person sollte man da folgen, wenn man sich mit der Thematik mehr befassen möchte? Oder vielleicht auch, hast du auch Bücher oder sagst, das sollte man auf jeden Fall gelesen haben? Ja, was ist denn die Thematik? Also Spieleentwicklung oder überhaupt das Thema Computerspiele? Also es gibt wirklich eine ganze Menge Expertinnen aus dem wissenschaftlichen Bereich. Da könnte ich tatsächlich, warte mal, hab ich leider gerade nicht hier, ein Buch empfehlen, was wir herausgegeben haben letztes Jahr zusammen mit der TH Köln. Mhm. Geld studieren, wie, wo, was. Da sind ganz viele Beschreibungen der Studiengänge drin, aber darüber hinaus auch tolle Beiträge von Wissenschaftlerinnen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Also zum Beispiel eher in Richtung Informatik, eher in Richtung Studies, eher in Richtung Pädagogik, eher in Richtung Game Design und so weiter. Da hat man schon mal, das ist so ein fettes Ding. Ich habe es leider gerade. Muss es gar nicht finden. Also kannst du uns eh die Sache nachher nennen. Wir werden sie in der Beschreibung einfach unten dran setzen. Wir finden es schon, ja. Verlinken. Genau. Und die andere Variante ist, man muss ja einfach nur mir auf Twitter folgen. Ich folge allen, die spannend sind. Super. Perfekt, perfekt. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Linda. Ich danke euch ganz herzlich und ganz herzliche Grüße. Bleibt gesund. Ja, ebenfalls. Danke. Ciao. Ciao.